Schönen guten Abend. Sagen Sie, mussten Sie die heute vielleicht auch einsetzen, damit bezahlen? Ist doch gut, wenn man so eine Kreditkarte hat und wenn man noch Kredit hat, damit man sich noch was leisten kann. Schlecht, wenn man ans Limit gekommen ist und wenn die Karte dann nicht mehr funktioniert. Wie ist es bei Gott? Gibt er uns noch Kredit? Haben wir noch Vertrauen bei ihm? Gibt er uns noch einen Vorschuss? In der Bibel gibt es eine Geschichte, die einmal erzählt, wie Gott den Menschen ganz viele Gaben und Talente gibt. Und dann hat er einfach Vertrauen und traut ihnen zu, dass sie mit diesem Kredit etwas erwirtschaften, etwas hinbekommen, ihr Leben meistern und dadurch zum Segen werden für viele. Diese Geschichte besagt zwischen den Zeilen, Gott glaubt an uns, Gott gibt uns Kredit immer wieder neu und wir dürfen damit etwas schaffen, machen und tun. Insofern, Gott glaubt an uns. Ich lade Sie ein, auch selbst diesem Gott zu glauben und von ihm immer wieder neue Spielräume zu bekommen, dass unser Leben gelingt und wir für viele zum Segen werden. In diesem Sinne, eine gute, geruhsame Nacht. Gott segne Sie.